Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, was du tun kannst, wenn sich der Spülkasten nicht mehr richtig füllt und eventuell sogar das Schwimmerventil kaputt ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meist liegt es daran, dass unsere Zuleitung zum Spülkasten entweder verstopft ist oder auch das Schwimmerventil defekt ist. Und um da jetzt einfach heranzukommen, müssen wir diesen natürlich zuerst einmal öffnen. Hierfür am besten die Betätigungsplatte bei der Firma Geberit auf jeden Fall etwas nach oben drücken und dann können wir sie oben auch schon von den Fliesen wegheben und sobald ich loslasse, kann ich das Ganze auch schon nach vorne abnehmen. Darunter befindet sich auch schon der sogenannte Befestigungsrahmen und der ist normalerweise auf der linken und auf der rechten Seite befestigt. Hierfür in meinem Fall diesen blauen Keil einmal nach oben ziehen, einmal nach unten und dann können wir auch schon diese weißen Haken Richtung Mitte zeigen lassen und das Ganze einfach nach vorne hin rausnehmen. Als nächstes haben wir noch unsere sogenannte Schutzplatte und die hat hier oben zwei solche kleinen Haken, die ich jetzt etwas nach unten drücke und gleichzeitig nach vorne das Ganze auch schon raushebel. Dann noch etwas hochheben, dass diese zwei Nasen hier unten auch rausgehen und wir können auch schon das Innere von unserem Spülkasten sehen. Bevor wir weitermachen, würde ich auf jeden Fall noch das Wasser aus unserem Spülkasten komplett rausnehmen und auf jeden Fall das Ventil hier oben schließen. Da ist normalerweise ein Knopf, den kann ich jetzt entweder im Uhrzeigersinn per Hand drehen oder wie in meinem Fall mit einem Schlitzschraubendreher hier reingehen, das Ganze komplett schließen, das sollte auch schon passen und einmal die Betätigung noch komplett durchdrücken, bis das Wasser wirklich ganz draußen ist. Als nächstes würde ich auch noch auf jeden Fall die Betätigungsgarnitur entfernen. Hierfür haben wir hier vorne normalerweise so eine weiße Nase, die ich jetzt etwas nach hinten drücken kann. Dann ziehe ich das Ganze schon leicht nach oben und nur noch mit Gefühl schauen, dass wir dieses einfach nach vorne rausbekommen. Wenn auch das passt, können wir mal unseren Zulaufschlauch zum Schwimmerventil abmachen. Hierfür normalerweise einen Gabelschlüssel oder in meinem Fall eine Wasserpumpenzange zur Hand nehmen. Das Ganze gegen den Uhrzeigersinn einmal lösen und dann sollte es per Hand auch schon runtergehen. Hier muss man aber unbedingt darauf achten, dass sich darunter auch eventuell eine Gummidichtung befinden könnte und die sollte natürlich auf gar keinen Fall irgendwie im Spülkasten landen. Als nächstes müssen wir noch das Schwimmerventil ausbauen, das ist dieses Bauteil hier hinten und da gibt es normalerweise auch eine Fixierung bzw. Halterung, in meinem Fall ist die hier schön blau markiert, das sind zwei solche Laschen, die drücke ich jetzt einfach etwas zusammen und dann kann ich das Schwimmerventil nämlich auch schon ganz einfach nach oben hin einmal rausnehmen und muss schauen, dass ich es auch irgendwie aus meinem Spülkasten rausbekomme. Das ist meistens leider eine Fummelarbeit. Wenn es ganz ausgebaut ist, würde ich auf jeden Fall noch schauen, dass wir unseren Panzerschlauch hier irgendwie lösen können. Das geht normalerweise auch mit einer Wasserpumpenzange gegen den Uhrzeigersinn lösen. Dann kann ich dieses Bauteil auch schon entfernen. Und jetzt kann es nämlich je nach Herstellermodell einfach sein, dass da zum Beispiel ein Sieb drin ist, beziehungsweise auch auf der anderen Seite. Und wenn dieses Sieb natürlich verschmutzt ist durch zum Beispiel Kalkablagerungen, dann kommt hier natürlich auch kein Wasser mehr hindurch. Dann sollten wir das Sieb einfach mal entfernen, unter fließendem Wasser reinigen und wieder einbauen. Falls es bei dir nichts gebracht hat, muss es einfach an unserem Schwimmerventil liegen und da würde ich erst einmal optisch alles überprüfen, ob alle Bauteile natürlich auch noch fachgerecht funktionieren oder nicht zum Beispiel hier irgendetwas abgebrochen ist. Falls dann natürlich was kaputt ist, dann hilft es nichts, dann benötigen wir ein komplett neues Schwimmerventil. Falls sich aber dein Spülkasten zum Beispiel nur langsam befüllt, dann kann es auch sein, dass hier innen drin die Hutmembran kaputt ist. Dafür habe ich aber auch schon mal ein extra Video gemacht, wie man das Ganze richtig austauscht. Und wenn es optisch aber passt, würde ich auf jeden Fall mal noch dieses Schwimmerventil über Nacht in einen speziellen Entkalker, wie zum Beispiel Zitronensäure, einlegen. Dann kann es natürlich am nächsten Tag auch sein, dass dieses Bauteil einfach wieder richtig funktioniert. Wie gesagt, falls unsere Reparaturversuche nichts gebracht haben, dann am besten einfach ein neues Schwimmerventil zulegen. Da weiß der Hersteller normalerweise auch, welches Modell bei dir in den Spülkasten reinpasst. Und dann können wir das neue Ventil auch einmal schon in unseren Spülkasten hineingeben. Müssen jetzt schauen, dass wir natürlich hier hinten diese blaue Halterung auch wieder dementsprechend in die Befestigung hinten reingeben. Bei mir hat es Klick gemacht, deswegen passt es auch soweit. Und wir können mal unseren Panzerschlauch auch wieder hier oben bei unserem Ventil einsetzen. Natürlich aufpassen, dass die entsprechenden Dichtungen dabei sind und das Ganze im Uhrzeigersinn schon mal ordentlich per Hand festziehen. Und am Ende noch mit einer Armaturenzange bzw. auch einer Wasserpumpenzange nochmal festdrehen.
Im nächsten Schritt können wir auch schon unsere Betätigungsgarnitur einsetzen. Da muss man eigentlich nur darauf achten, dass diese zwei Haken hier hinten natürlich auch in die entsprechenden Öffnungen hineinpassen. Da muss man einfach etwas mit Gefühl rangehen. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich auch schon schauen, dass hier hinten meine zwei weißen Nasen in die entsprechende Halterung hineingehen. Danach hier vorne noch bei diesem weißen Bauteil etwas reindrücken und diese Garnitur sitzt auch schon fest drinnen. Bevor wir alles wieder zusammenbauen, würde ich auf jeden Fall mal noch hier oben das entsprechende Ventil komplett gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Wir können auch schon erkennen, bei mir hört sich es super an, der Spülkasten befüllt sich wieder. Ich gebe übrigens auch mal gerne den Tipp, dass man hier noch eine halbe Umdrehung zurückgeht, dass einfach dieses Ventil auch länger hält. Und jetzt überprüfen wir einfach, ob natürlich das Schwimmerventil hier hinten auch wieder ordentlich schließt. Ich hoffe, vom Geräusch her konnte man toll erkennen, das Schwimmerventil funktioniert einwandfrei, weswegen wir auch unseren Spülkasten einmal wieder zumachen können. Hierfür zuerst mal unsere Schutzplatte durch die zwei Betätigungen durchfädeln, dann schauen, dass diese zwei Nasen hier unten auch in die entsprechenden Öffnungen hineinpassen und oben einfach die zwei Haken etwas nach unten drücken und nach hinten geben. Danach den Befestigungsrahmen so in die Hand nehmen, dass unsere zwei weißen Haken auch schon in Richtung Mitte zeigen. Dann passt dieser nämlich auch super hier hinten drauf. Und nun müssen wir nur unsere Betätigung hier unten noch wieder durch die Öffnungen geben. Dann gebe ich schon etwas Druck auf den Befestigungsrahmen und auf meinen weißen Haken. Drehe das Ganze um 90 Grad nach unten. Auf der anderen Seite natürlich genauso, nur hier um 90 Grad. Grad nach oben und zum Schluss noch diese blauen keilförmigen Teile einfach etwas in diese Haken hineingeben. Zum Schluss unsere Drückerplatte noch zuerst unten gegen die Fliesen geben, bis es auch schon einrastet, das passt soweit. Dann drücke ich es etwas nach oben, kann auch oben gegen die Fliesen gehen und sobald ich loslasse, ist meine Drückerplatte auch schon fest. Und somit haben wir unser Problem gelöst, dass sich der Spülkasten einfach nicht mehr füllt. Wenn du dir für zu Hause bzw. eine Wasserpumpenzange, einen speziellen Entkalker oder auch gleich ein neues Schwimmerventil zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.